Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo miteinander, ich habe gerade leider festgestellt, dass irgendwie ein paar Videodateien auf meinem PC verloren gegangen sind. Also ich völlig die habe die gelöscht. Und ich habe auch zum Glück auf dem Handy noch 2-3 Fotos und ein kurzes Video. Zum Glück habe ich das gemacht. Da tausche ich euch jetzt mal rein und dann gucken wir mal Stand jetzt. Heute wird abgeklemmt. Hallo miteinander, ich wollte gerade Video machen. Und habe festgestellt, dass ich irgendwie ein paar Dateien gelöscht habe aus Versehen. Keine Ahnung, was da noch dabei war. Auf jeden Fall hatte ich Glück, ich habe auf dem Handy hier noch ein paar Bilder und so gefunden. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach nochmal das Ergebnis. Ne? Ach, jetzt habe ich hoffentlich nicht wieder irgendwas gezeigt. Datenschutz-Scheiß. Ja, das, ne, ich hatte das ein bisschen im Update schon mal gemacht. Ich habe den PC hier rüber. Wegen Lautstärke, ne, ist klar. Und deswegen rauscht sie nicht mehr so in meinen Videos. Außer jetzt wieder. Habt ihr wieder das alte Rauschen. Ja, sieht es ja also wüst aus. Weil ich will noch ein bisschen die Batterien erweitern. Weil der Sommer kommt ja jetzt. Und meine Batterie ist viel zu klein. Ich komme damit hin. Aber im Sommer wird es schwierig. Also wenn ich jetzt keine Zelle mehr kriege, weil eine fehlt mir noch. Also wenn ihr eine 300er Zelle hat, eine reicht mir, die kann angeblich kaputt sein, nehme ich trotzdem, kriege ich ja wieder hin. Oder zwei, falls sie kaputt sind, das manche kriegt man ja doch nicht hin. Auf jeden Fall, die Batteriesklemmen müssen größer gemacht werden, bla bla bla, Kabel, alles nicht so top, ne, scheiß drauf. Das ist das Herz vom Phasenraum, da macht meine Phase. Und ja, Laderegler da hinten, Wattmeter und da hänge ich jetzt quasi dran. Also das ist meine Stromversorgung für meine komplette Bude. Wenn wir jetzt mal gucken, jetzt kann ich euch quasi noch das Ergebnis zeigen. Hier sieht es ein bisschen wüst aus, ne? Weil wir ja auch den Generator gekauft haben. Und der soll jetzt auch noch angeschlossen werden. Da muss ja noch einiges umgebaut werden. Also ne, hier ist aktuell Baustelle. Ne? Also bitte nicht aufregen, dass das hier so aussieht. Hier ist ein Fachmann dran. Ich mache das nicht. Ne? Das ist mein Vater, ist Elektriker, der darf das. Und zwar, tada, weg ist er. Schöne Grüße an Envia. Ne? Ich habe mich abgeklemmt. Es ist soweit. Ne? Wir haben es geschafft. Hier oben, guck, hier seht ihr schon. Hier ist der Umschalter. Das ist dann fürs Notstromkraft. Notstrom später mal. Weil meine Eltern ja noch am Netz hängen. Ne, ich habe jetzt quasi gesagt, komm, dann machen wir das Notstrom-Ding auf dem Zähler hier, falls mal das Netz weg ist oder was, können wir jetzt auch mit, ja, was hat das Ding, 6 kW, ne? 6 kW Generator. Wir müssen es aber ein bisschen schlau machen, ein bisschen belesen, wegen Querlasten und bla bla bla. Auf jeden Fall, also hier wird jetzt aktuell Kabel nach, ja, wahrscheinlich da drüben gezogen. Also da hängt schon ein Kabel und der Vater, da muss das ja irgendwie noch umklemmen, anklemmen. Ihr seht hier, Haufen Kabellage. Und zwar, weil hier unten soll ja der Notstrom hin. Ja. Jetzt kommt gerade mein Bruder. So, dann machen wir hier wieder zu. Das wollte ich euch noch fix zeigen. Und wir gucken jetzt nochmal. Ich habe auch noch ein kleines Schreiben. Ups. Von. Huch. Oh nein. Von Envia. Also habt ihr jetzt gesehen, anhand der Bilder vorher, die habe ich euch glaube ich schon eingeblendet. Ach, ich muss mal hier die Zettel immer weg tun. Wenn ich euch hier. Jetzt hat sich meine Maus verstellt. Hallo? Was ist hier los? Schon wieder? Gar nichts gemacht. Ach nö, bitte nicht kaputt gehen. Hallo? Nein, jetzt bin ich immer sick ein. Geh mal. Und zwar, ich kann das euch jetzt nur zeigen, ich hatte einen Brief von Envia, wo die halt drauf geschrieben haben, hier, dass der Zähler so und so abgemeldet. Ich meine, ihr seht es ja im Video, ne? Ich habe das Schreiben irgendwie verbummelt. Keine Ahnung, vielleicht finde ich es irgendwann mal wieder. Das liegt bestimmt irgendwo rum. Keine Ahnung, vielleicht habe ich ein lustiges Bild drauf gemalt und habe es einfach weggeschmissen. Ich weiß es nicht. Mir ist es egal, Jungs. Ne? Ich versuche es jetzt nur ein bisschen für euch nachzuvollziehen. Ich halte es jetzt alles zu, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Es ist mir auch scheißegal. Hier, das gab es nochmal zurück.
Also ne, Guthaben ist halt, was ich im letzten Jahr nicht verbraucht habe, weil ich ja schon im letzten Jahr, hier haben wir nochmal das Datum, das kann ich euch ja zeigen. 10.2. kam. Also ich kann es euch jetzt gar nicht mal genau sagen, wann der Zähler ausgebaut wurde. Ich glaube, also das hat sich schon noch ein bisschen hingezogen mit den Heinis. Ja, weiß ich nicht, vor einem Monat oder zwei. Ne, warte mal, jetzt ist ja schon. Also vor einem Monat habe ich schon, wurde schon, war der Zähler schon weg. Ne, also ich hänge mit dem Video übelst nachher, deswegen habe ich auch irgendwie die Videodateien dann irgendwie gelöscht. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, ist mir wurscht. Was ich euch damit sagen wollte, diese 300 Euro, also wir haben nicht jedes Jahr eine Gutschrift von 300 Euro gekriegt. Ne? Ihr könnt auch nochmal autark in Saig die Reihe angucken, wo ich da vor Jahren schon angefangen habe. Ist jetzt wahrscheinlich die, ja, machen wir neue Startreihe, autark in Saig 1, ich fange nochmal neu an. Ja gut, jetzt bin ich fertig, so eine Reihe beendet. Wir sind autark. Und also die 300 habe ich mir eben nochmal gespart. Also insgesamt, unsere Familie sozusagen, ne? Und ich habe dann gesagt, komm, was wollen wir auch mit zwei Zählern, ne? Also das war halt früher unsere Großeltern halt unten und wir oben, und wo die gestorben sind, haben das meine Eltern halt einfach alles übernommen, ne? Und naja, ihr wisst ja, wie das ist, wenn jemand stirbt und so, da hat man da jetzt auch nicht gleich Bock, sich drum zu kümmern. Ich habe da auch erstmal gesagt, gut, scheiß drauf, ne? Und jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und da habe ich gesagt, komm, lass das mal ab, weg, das Ding. Musste natürlich der Vater, der hat übrigens die Zulassung für den Sicherungskasten, wer da wieder rumheult oder so, ne, Elia ist da schon, ne, also, das kannst du halt einfach abklemmen und, ne, das ist schon alles rechtens. Es musste ja dann viel noch umgeklemmt werden, weil, ja, es war vieles auf den oberen Zähler aus, ist aber auch egal, ne, es hängt jetzt, meine Eltern, der ganze Bauernhof hängt jetzt eben an einem Zähler, also logisch ist nur noch einer da, ne? Und ja, musste viel umgeklemmt werden, das hat auch ein bisschen gedauert, ne? Wir mussten dann noch ein paar Sicherungen, ein paar Umschalter besorgen, bla bla bla, für meine Bude eben. Also ich bin ja jetzt aktuell, also hier, ne? Ich habe auch ganz normal, ach Mensch, jetzt ramme ich ja schon wieder rein. Warte mal, das müsste man eigentlich sehen, ja, das sieht man, also ganz normale Elektrik hier, hier hängt halt mein Wechselrichter dran, also wenn man jetzt hier messen würde, wäre das nicht das Netz Sinus, was ihr habt, sondern ich habe halt meinen eigenen Sinus, ne? Und versorge mich da. Warum ich das Video jetzt mache? Ja, ihr werdet es vielleicht so ein bisschen ahnen können, vielleicht auch nicht. Der Winter ist rum, Jungs. Es ging quasi den Test noch, ob ich es im Winter auch schaffe. Nicht deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Ich schaffe es im Winter. Es kommt, ich habe ein bisschen getrickst. Ne, das ist quasi, das war ja auch so ein bisschen Übergang und bla bla bla. Ich habe quasi dann eine Leitung, wo im Winter von meinen, also eine Verlängerung von meinen Leuten gezogen und habe mit einem 12-Volt-Batterieladegerät mit 50% Wirkungsgrad meine Batterien geladen, weil ich ja nicht mehr am Netz hänge. Das ist natürlich Schwachsinn, ne? Das ist schon klar. Ich will aber ehrlich zu euch sein. So, das waren, warte mal, das kann ich euch sogar zeigen. Och, da braucht ihr mir das gar nicht loben. Ah, zum Glück habe ich die scheiß Messer reingemacht. Siehst du, hat es einen Sinn gehabt. Ich habe mich ganz ehrlich gefragt, warum hast du die Messer irgendwann reingemacht? Ne? Also hier, na gut, das. Das ist jetzt. Summe, oder? Warte mal. Ja. Genau. Ampere, Watt. Was höchst oder so, und hier ist quasi die Steckdose, die besagte, ja, mal im Sicherungskasten umgeklemmt. Also im Notfall habe ich immer hier noch eine Steckdose, wo ich, ja, was weiß ich, machen kann, ne? Gibt da hier auch solche Geräte, ne, wo man dann hier so ein Steckerli hat, ne? Da ist dann sowas ganz praktisch, wenn man hier mal noch so eine andere Steckdose hat. Wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Ich kann ja meinen Eltern auch mal was Gutes tun. Die haben auch viel Gutes für mich getan. Jetzt ist es aber so, durch den Winter, seht ihr hier, habe ich 49 kW minus. Das Gerät klärt das. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ne, es kommt ja jetzt das ganze Jahr, wo ich gegenspeisen kann. Und die 50... Das ist quasi das, was ich nicht geschafft habe. Letztes, dieses, also die letzten Winter, sagen wir mal. Oder den aktuellen Winter, da ist ja jetzt langsam vorbei. Und dafür kommt dann dieses Jahr ein kleiner Generator. Ne? Lasst euch da überraschen.
da sind wir schon lange dran. Ne? Das ist nicht hier, also bei mir hat sich viel geändert. Eigentlich wollten wir uns auch dark machen mit dem Blockheizkraftwerk, bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich alles geändert, weil ich eben mit dem PV Solution hinkomme. Ne? Die scheiß 50 kW vom Winter, die ich aus dem Netz gezogen habe, ja, ich könnte es im Sommer gegenspeisen, wäre drauf geschissen, ne? Aber ich mache es jetzt einfach so, ich baue mir einen Klinker noch einer. Mini Puppenstube, weil 50 kW, das ist ja nicht, ne? Ich habe 4 Monate Zeit, 50 kW zu erzeugen mit dem Generator. Und ja, das wird dieses Jahr dann so, also gut, da geht es ja doch weiter mit Autorgen, sag, ah, habt ihr Glück gehabt, geht noch ein bisschen weiter. Ne? Also Plan ist halt, ne, hier ist so ein bisschen Platz. Hier könnte man ja, gut, der 3D-Drucker, der müsste weg, ne? Oder keine Ahnung, hier so ein Regal leer räumen, da hier so ein bisschen Auspuff. Ja, ich habe da schon so ein bisschen eine Vorstellung, ne? Wie gesagt, wir sind ja schon ein bisschen länger dran. Ich höre so viel quatschen. Ich bin immer ehrlich zu euch. Hier seht ihr es nochmal, das sind die 50, die ich im Winter jetzt rausgezogen habe. Natürlich ist das nicht mein Gesamtverbrauch, ne? Die PV, die hat ja im Winter auch was gebracht. Ich werde Dünnschicht. Sieht überhaupt aus draußen? Ich bin grau und grau wieder. Na gut, da gibt es halt nicht viel. Naja, muss ich jetzt einen Schluss machen, ne? Wenn die Sonne nicht rauskommt, dann kann ich nicht hier am PC ewig laufen lassen. Ist halt so, ich habe auch nicht so einen riesen Akku, ne? Gut, habt ihr es nochmal gesehen? Die 50 ballern wir in Dings zurück. Und nächstes Jahr gibt es diese Steck hier, das vom Falco hier so ein... Deine Antwort ist lachen, ne? Haltet bitte das Maul, ne? Das ist ein ganz normales Ladegerät, vom Falco hat er vom Schrott mitgebracht hier, ne? So ein Batterieladegerät. Die, die es wissen, pst. Warte mal, naja, man kennt es ja. Warte. Da. Ah, ne, das Amp. Das was. Ja. Gut. Ich denke, freut euch. Also, ich freue mich auf die nächsten Videos. Ich bin natürlich absolut happy, dass es jetzt schon ja, so weit ist. Ne, ihr habt es noch mal gesehen. 300 Euro Tagessport in dem Jahr, 300 Euro in dem Jahr, dann davor das Jahr 300 Euro, ja, könnt ihr euch selber mal zusammenrechnen, ne? Ich habe es immer gezeigt, mit Rechnungen, mit Belegen von Nvidia, da habt ihr es auch nochmal, ne? Die Zählernummer zeige ich euch jetzt nicht und alle Daten, ne? Ich meine, das müsst ihr mir mal glauben, wenn nicht, ist das halt alles Fake hier, ja, ja, leckt mich am Arsch, Alter. Mir ist egal, bezahlt eure Rechnung weiter, ist euer Ding, ne? Aber es geht auch anders, ja. Ne? Sieht Katastrophe aus, mir auch egal. Man könnte es alles schön machen, dass wieder alle, ne, bla, vernarscht, Digga, funktioniert, das läuft jetzt seit, ja, keine Ahnung, ein Jahr, nicht ganz. Ne, ich mache das immer, ich teste das auch erst, ne, ich laber nie nur, ne, wie die anderen. Ich teste das und ich tue euch am Ende das berichten, wie es gelaufen ist und nicht vorher, ja, ich habe freie Energie, ich bin auch da, ich tue mal 2 Minuten meinen Rechner betreiben, bla bla bla. Ich sag dazu nicht mehr. Das sind die Leute vom Fach, die wissen das ja richtig. Die zahlen jeden Monat 100, 200 Euro Stromrechnung. Ich bezahle 0. Nee, so darf ich nicht machen, so muss ich machen. Das ist ja Freimaurer-Scheiße hier. Da bin ich ja gleich wieder dran. 0.